Der Monatsspruch für den Monat Juli steht im 1. Königebuch, Kapitel 19, 7. Der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte Elia an und sprach: Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Liebe Gemeinde, der Prophet Elia gehört in der Bibel zu den ganz Großen des Glaubens. Beim G4-Glaubensgipfel im Neuen Testament spricht er Abraham und Mose mit Jesus auf dem Berg der Verklärung. In seiner Zeit strahlte Elia eine unglaubliche Energie aus. Mit seiner Nervenkraft und in seiner Glaubensstärke konnte er sich total verausgaben. Oft fühlte er sich als Einzelkämpfer für Gott. Da war es für ihn ein besonderer Sieg, als er einer großen Menge von Gegnern eine vernichtende Niederlage beigebracht hat. Wenn es sein musste, wagte Elia es und stellte sich gegen seinen König. Ahab fürchtete sich vor ihm und hielt Elia für seinen Feind. Als Elia eine lange Zeit der Trockenheit ankündigte, nahm der König das persönlich. Doch Elia wollte das Herz des Königs für den einzigartigen Gott Israels gewinnen. Darum rang er im Gebet mit Gott um Regen. Und als der Regen endlich kam, ließ Elia es den König als erstem wissen. Die Königin aber hasste Elia. Sie wollte den Kult ihres Heimatlandes in Israel einführen. So sandte sie am Tag nach Elias größtem Triumph einen Boten zu ihm. Er überbrachte eine wirklich tödliche Botschaft: Ich schwöre, morgen bist du tot. Dieser Satz trifft Elia in seinen tiefsten Ängsten. Der Glaubensheld ist am Ende. Er wird zum Feigling, der in die Wüste rennt und den letzten Freund hinter sich lässt. Er will nur noch allein sein und sterben. Unter einem Busch schläft er ein. Da kommt ein Unbekannter, berührt ihn und weckt ihn auf. Als Elia sich umschaut, sieht er einen Krug voll Wasser und ein frisches Brot. Uns in Leutershausen ist dieser Unbekannte sehr vertraut. Auf unserem Altar ist er der Engel mit dem Brotlaib in der Hand. Den Wasserkrug hat er schon abgestellt. Nachdem Elia gegessen und getrunken hat, schläft er wieder ein. So erschöpft ist er, so sehr hat er sich verausgabt, so wenig hat er auf sich geachtet. Der Unbekannte muss ein Engel sein, durch den Gott ihn an diesem unwirtlichen Ort versorgt. Dem Engel auf dem Altar ist anzusehen, dass die Not des Elia ihm zu Herzen geht. Seine sorgenvolle Miene ist eine Botschaft. Du fühlst dich alleingelassen. Du bist voller Angst, total erschöpft, einsam und du liegst in einer Wüste, die dem Leben Feind ist. Du bist nicht alleine. Gott fühlt mit dir. Gerade hier, wohin du dich verrannt hast, Gott ist bei dir und macht sich Sorgen um dich. Er weiß, was du brauchst. Er schickt dir einen Boten, einen Engel. Und der Engel kommt ein zweites Mal zu Elia. Diesmal zeigt er ein anderes Gesicht. Elia soll sich zwar noch einmal stärken, aber jetzt bekommt er einen neuen Auftrag und damit eine neue Aussicht auf das Leben. Elia, der verzweifelte Glaubensheld, hätte es ja wissen müssen. Sein Leben liegt ganz allein in Gottes Hand. Aber manchmal brauchen wir Menschen einfach die Vergewisserung durch einen anderen. Einen, der Gottes Bote für unser Leben ist. Seine Botschaft lautet: Du wirst nicht sterben, Elia. Du hast noch einen weiten Weg vor dir. Das ist schon der erste Schritt für Elia. In der Zeit seiner Schwäche darf er entdecken, dass Gott sich fürsorglich um ihn kümmert und um sein Wohlergehen. Wie ein guter Hirte und wie ein guter Wirt. Gott gönnt ihm Ruhe und Stärkung. Er kann ihn trotz seiner Schwächen weiter gebrauchen und durch ihn wirken. Unser Monatsspruch will eine Stärkung sein. Gott steht zu dir. Er kennt die einfachen Dinge, die dir neue Kraft geben. Regelmäßig essen und gut schlafen gehören für jeden von uns dazu. Egal, wie alt du dich fühlst, wie alleine du bist, wie bekümmert oder verzweifelt, es gibt noch ein ganzes Stück Weg, das du für Gott gehen kannst.
Darum halte die Augen offen, wie Gott dich leiten will. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Vater im Himmel, du bist uns auch in der Zeit unserer Schwäche nahe. Danke, dass wir das wissen dürfen. Du gönnst uns Erfüllung in Schaffenskraft und Freude an dem, was wir geleistet haben. Du gönnst uns auch Ruhe und Erholung. Lass uns Trost und Ermutigung erfahren, wo wir es brauchen, wo wir überfordert sind und uns selbst überfordert haben. Lass uns selbst zu deinen Boten für andere werden. Wir wollen von deiner Gnade leben und deine Gnade weitergeben. Lass uns im Vertrauen auf dich wieder neue Schritte wagen und erkennen, was wir tun können und was wir tun sollen. Amen. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es begleite euch Gottes Segen auch in diesem neuen Monat Juli. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir Frieden. Amen.